Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwärts und Heilwärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los! Hallo, liebe Projektoren oder liebe Mamas oder Papas oder Freunde oder Partner von Projektoren. Oh, ihr habt euch so sehr wieder Human Design Specials gewünscht. Und you wish and I shall be your genie. So, geht's weiter mit den Projektoren heute. Die lieben Projektoren. Es gibt so einen coolen Spruch, den habe ich neulich irgendwo gelesen, der sagt, Projektoren finden immer irgendwo ein Problem, das dir noch nie aufgefallen ist und bieten direkt 8 Lösungen an, die du alle nicht haben willst. Das sind Projektoren im Lower Self. Ich habe 2021 ja mit der Bianca zusammen die Folge der Projektor in der Welt aufgenommen und habe damals, oder 2020, ich glaube es war 2020, oh wow. Es ist dringend Zeit, weil ich so viele tolle Projektorinnen und Projektoren kennengelernt habe, weil ich so oft das Gefühl habe, es ist so eine Herausforderung, gerade für die männlichen Projektoren, weil der Projektor ja eine feminine Energieform, also ein femininer Energietyp ist, der ja passiv ist, zutiefst passiv, bis er eingeladen wird und dann wie ein Pfeil nach vorne schnellt und wirkt in der Welt. Und da gibt es einfach viel Struggle und es gibt viel, was ich gesehen habe, was sich zutiefst gut anfühlt für Projektorinnen und Projektoren. Vielleicht wollen wir das mal aufteilen direkt nach männlichen und weiblichen Projektoren. Fangen wir mal mit dem männlichen Projektor an. Der männliche Projektor, meiner Erfahrung nach, trägt immer die Frage mit sich, welche Daseinsberechtigung habe ich. Also was ist der Grund meiner Existenz? Weil er energetisch weiß, es ist korrekt für mich, einen großen Unterschied in dieser Welt zu machen. Denn Projektoren sind ja dafür da, Lösungen in die Welt zu bringen. Das heißt, es ist so eine große Sache und es ist so wichtig. Wenn du mit einem männlichen Projektor als Partner zusammen bist, dann bitte, 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 bitte sei die Einladung für ihn zu wirken, wenn es sich korrekt anfühlt für dich. Was meine ich damit? Ich meine damit, einem männlichen Projektoren die Frage zu stellen, was glaubst du, was wir tun sollten? Oh, ist das größte Geschenk, ihm wirklich aktiv die Führung zu übergeben und zu sagen, du kennst die besten Lösungen, du weißt am besten, wo es lang geht. Ich vertraue deinem Überblick, ich vertraue deiner Übersicht, ich vertraue der Größe deines Bewusstseins, dass du uns gut führen kannst. Das ist das Größte für einen männlichen Projektor, okay? Der natürlich eben in seine Größe auch reinwachsen darf und diese Führungsqualität in sich entwickeln darf. Das heißt, er muss lernen, seine Autorität zu benutzen. Das heißt, wenn du ein Milzprojektor bist, also ein Projektor mit Milzautorität, wirklich zu schauen, und das gilt jetzt für die Frauen und für die Männer, wirklich zu schauen, es ist etwas passiert, was ist der erste Impuls? Was sagt die Milz? Ein Satz meistens. Sie sagt nicht ja oder nein, sondern sie sagt meistens einen Satz, sowas wie, fahr nach rechts oder ist das nicht oder so. Und leider erklärt sie sich selten. Das heißt, du musst da mal rein und ja, und wirklich zuhören und es dann auch wirklich durchziehen, weil dann wird's geil. Wenn du es ignorierst, wird's nicht so geil. Und dann zweifelst du wieder an dir. Wenn du ein selbstprojizierter Projektor bist, also wenn dein Selbst deine Autorität ist, dann musst du die Dinge aussprechen. Du musst darüber reden. Du musst davon erzählen. Du musst von deinen Plänen erzählen. Kannst du in Audioform machen, in Form von Sprachnachrichten an deine Freunde. Sprich mit deiner Frau, sprich mit deinem Mann. Es ist völlig egal. Sprich darüber, dann wirst du wissen, was sich gut anfühlt für dich und was nicht. Was das Richtige ist und was das Falsche ist. Wenn du ein mentaler Projektor bist, also du hast nur die Krone, das Ajna und die Kehle definiert, dann geht es wirklich darum, alles durchrauschen zu lassen vom Außen und zu warten 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 und zu warten, bis es völlig klar ist. Also bis
die Lösung für dich Sinn macht und sich gut anfühlt. Ich vergleiche das gerne mit, da geht sowas auf im Geiste. Im Geiste öffnet sich eine Tür und das ist die richtige. Wenn du ein Ego-Projektor bist, also wenn dein Ego deine Autorität ist, dann geht es wirklich darum, was will dein Herz? Was glaubt dein Herz, was dir das richtig ist? Was willst du wirklich? Ganz faktisch nur die Frage, was willst du? Ja. Liebe männliche Projektoren, eine große Sache für euch, um eure Führung eben auch gut auszubauen, damit eure Frau, eure Familie, eure Freunde sich auf euch verlassen können. Denn das ist das größte Geschenk für einen männlichen Projektor, wenn du Anerkennung und Wertschätzung durch dein Umfeld erfährst, wenn du Erfolg hast in dem, was du machst, wenn die Dinge einfach klappen. So, wenn du eine geile Lösung hast, du hast eine geile Idee gehabt und es hat funktioniert, jemand hat sie für dich umgesetzt, genauso wie es sein soll. Das heißt, du musst es nicht hart körperlich irgendwie dafür arbeiten, irgendwie über einen langen Zeitraum oder so. Das sind alles Katastrophen, die ein Projektor nicht machen sollte. Denn die Generatoren sind dafür da, die Dinge umzusetzen. Ja, du kommst nur rein, du haust die Lösung auf den Tisch und andere setzen sie um und dann wird es von Erfolg gekrönt sein. Das ist das Größte und das darf dein Norden sein, wo es hingeht. Ja, das ist mal gerade zu männlichen Projektoren. Zu den weiblichen Projektorinnen. Oh, Ladies. Lass mal Pfeil und Bogen fallen. Ich kann nur immer wieder zu Projektorinnen sagen, let your guards down. Also all die Mauern, die sich aufgebaut haben über diese Wunde, die der weibliche Projektor hat von ich muss es selbst machen, ich muss es selbst schaffen. Da seid ihr wie die weiblichen Manifestorinnen, wir haben ja alle keine sakrale Energie. Und daraus entsteht halt diese Überkompensierung von ich muss mehr machen als andere, ich muss mir mehr Mühe geben, ich muss besser sein als andere. Und wenn das reinkickt, dann wirklich mal zu stoppen und zu merken, fuck, ich bin hier konditioniert. Fuck, ich höre sofort auf und orientiere mich. Was tut mir wirklich gut? Was will ich wirklich? Weil dann kannst du, wie ich gerne sage, die Schenkel ganz weit öffnen und all den Nektar der Welt empfangen. Denn für eine Projektorin ist es essentiell, essentiell, dass sie die Güte der Welt und die Unterstützung und die Anerkennung der Welt empfängt. Egal, was da an Bitterkeit in dir ist, es stammt aus einer Nicht-Anerkennung durch dein Außen und aus einem, es ist so anstrengend. Wenn es anstrengend für dich ist, in der Welt zu sein, dann folgst du nicht deinem Projektorinnen-Dasein. Denn ein Projektorinnen-Dasein im Extremfall, vor allem wenn du kein Energieprojektor bist, also vor allem wenn du nicht Emo definiert hast noch, was dich richtig Turbo antreibt, vor allem dann bist du wirklich nicht dafür gemacht, große Dinge zu reißen selbst, sondern du bist dafür gemacht, aufzutauchen, zu glänzen, zu strahlen, im Mittelpunkt zu stehen. Dir wird zugehört, wenn du eingeladen wurdest. Ne? Das ist ja immer die Strategie, auf die Einladung warten. Und dich dann zurückzulehnen und einfach zuzuschauen, wie die Dinge so to fall into place. Das ist dieser Satz. Den Dingen dabei zuschauen, wie sie nach deiner Intervention einfach klappen. Das ist das Größte für eine Projektorin. Dieses, ich habe mit minimalem Aufwand maximalen Erfolg, maximalen Output, maximale Erfüllung von den Visionen, die ich hatte. Ja. Und dafür muss sie in der Lage sein zu sagen, ich will das, aber ich mach's nicht selbst. Weibliche Projektorinnen müssen vor allem warten können, ganz klar den eigenen Sehnsüchten im Herzen zu folgen, und zu sagen, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das und ich wünsche mir das, auch darüber zu sprechen, gerade wenn du ein definiertes Selbst hast noch, darüber zu sprechen, dir klar zu werden, was du willst, in welche Richtung dein Leben gehen soll und dann aber nicht dich selbst krampfhaft in diese Richtung bewegen. Du hast keine sakrale Bewegungsenergie. Auch nicht alles zu machen, was dir Freude bereitet, denn du bist kein Generator, sondern wirklich zu gucken, wo geht's hin? Was ist mein Norden? Wofür bin ich da in der Welt? Was bewirke ich?
Was sagen die anderen Menschen um mich herum, was ich in Menschen bewirke? Was würden andere Menschen sagen, was meine Superpower ist? Und dir zu erlauben, nicht hart zu arbeiten für deine Ziele, weil es nicht korrekt ist, sondern deine Geniezone zu entdecken, die da besagt, ich komme, ich zaubere punktuell genau das, was gebraucht wird, und dann ist mein Job hier fertig. Und dann widme ich mich wieder der absoluten Hingabe an mein Leben, den schönen Dingen, dem Genuss, den Freuden, ja, dem, was das Leben an Geschenken für mich bereithält. Ich sehe so viele so harte Projektoren, die voll im Machen sind, die im Leistungssport sind, die in dieser krassen Überkompensation von ja, von ich bin nicht genug, ich habe nicht diese krasse, wir spüren ja, also ich bin Manifestorin, ich habe auch keine sakrale Energie, wir spüren ja, dass wir die sakrale Energie nicht haben und wir überkompensieren mit noch mehr machen. Noch eine To-Do-Liste abhaken. Nicht aufhören. Jetzt könnte ich noch schnell. Das ist alles Konditionierung. Das darfst du loslassen. Ja. Und sieh einfach, gerade wenn du dein Leben alleine verbringst, das ist oft eine Frage, die ich bekomme von Single-Projektorinnen. Wo sind die Einladungen? So, wo sind die Einladungen? Das ganze Leben ist eine einzige Einladung für dich. Ja. Wenn du eine Frage stellst und es kommt eine Krähe vorbei, die fliegt gerade vorbei, dann ist das eine Einladung zu schauen, oh, was verbinde ich mit einer Krähe? Was ist das Zeichen? Was könnte meine Antwort sein? Wenn eine Möwe vorbeifliegt, was verbinde ich mit einer Möwe? Das ganze Leben ist eine einzige Einladung. Wenn die Sonne scheint, ist das eine Einladung an dich zu reagieren, rauszugehen. Oh, die Einladungen sind überall omnipräsent, den ganzen Tag. Ein Lächeln ist eine Einladung. Dich gut zu fühlen. Dankbarkeit in dir zu kultivieren. Das ganze Leben ist eine einzige Einladung. Okay? Nimm es wahr. Weil nur dann kannst du in deinem Higher Self wirklich so wirken, wie die Welt dich braucht. Nämlich als unglaublich sensibler, empfindsamer, sensitiver Mensch, der eine absolute Feinfühligkeit hat für das Außenrum. Oft wegen der vielen leeren Zentren, die ein Projektor ja hat. Ja, deine Geniezone gilt es zu entwickeln. So, das wollte ich sagen. Pfeilschnell, pieks wie ein Projektor. Wie ein Projektor mit seiner penetrierenden Aura. Der nervt, wenn er nicht eingeladen wurde. Und der absolut glänzt und glorios ist, wenn er eingeladen wurde. Okay, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe dir beigetragen. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis ganz bald. Deine Svenja. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört. Vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.svenjastrohmeier.com findest du zahlreiche kostenlose Kurse, wie zum Beispiel Lebe deine Göttin, eine Intensivwoche, um deine Weiblichkeit zu heilen. Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz, der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwärts- und Heilwärts-Coaching-Akademie und auch das Herzwärts- und Heilwärts-Wirken-Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust. Und so vieles mehr findest du auch auf der Website. Komm einfach so gerne in meine Community Herzwärts und Heilwärts auf Facebook oder folge mir auf Instagram herzwärts_und_heilwärts und werde einfach Teil unseres Tribes. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis ganz bald, deine Svenja.